Hier drüben bestimmt. Das geht bestimmt hier irgendwie da oben rum. Überall nackte Menschen. So, das war doch irgendwo da drüben. Ich hab's gesehen. Da waren Zaubertränke und ich habe nicht viele davon. Kann mir vorstellen, dass wir die brauchen. Oh, kann ins Beauty Body. Scheiße. Das heißt, ich müsste darauf achten, Frauen nicht mehr komplett auszuziehen. Ist aber schade. Das ist nämlich eigentlich durchaus schon so ein kleines Hobby von mir. Mache ich manchmal ganz gern. Lydia. Lydia? Das dachte ich auch schon. Aber selbst du, dass wir uns verstehen. Wenn du nackt sagst. Barbie nackt? Oder nackt nackt? Ich frage von Freund. Du kannst in der Motosex... Ja, okay, aber das ist doch in Ordnung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. So ein kleiner Tanga oder so. Kann man schon mal machen. Oh, okay. Ja, da werde ich nochmal präpubertär. Finde ich lustig. Halt immer noch zu... Oh, noch viel zu viel. Achso, ich wollte ihn auch... Scheiße, und die alte ist halt auch voll. Rasiert oder kannst du... Angenommen. Angenommen, wir machen das. Und die ist behaart. Würden sich natürlich einige nicht unbedingt anschauen wollen. Verständlich. Ich stehe da auch nicht so drauf. Aber zählt das nicht schon irgendwie als Kleidung? Ich meine, es hält warm, es verdeckt einiges. Ich kriege jetzt niemals hier noch 16 Kilo weg, ne? Die Lydia, die ist ein bisschen... Die ist ein bisschen voll. Ach komm, wir schauen mal, was kann ich denn hier mal schnell wegschmeißen. Ja, Oberweite, das ist mir nicht so wichtig. Hauptsache Natur. Wir schweifen ein bisschen seltsam vom Thema ab, habe ich das Gefühl. Ach. Ihre Schmuckschatulle. Ja, schön gesagt. Finde ich gut. Cool. Ja, das wird nicht viel bringen. Das könnte man loswerden. Ja, so ein Kackbrief wiegt halt auch nichts. Ich kann die Bücher nicht wegschmeißen. Das bringe ich echt nicht übers Herz. Das wiegt halt einfach nichts. Ich meine, gut, wenn ich so auf die Uhr schaue, haben wir eh nicht mehr lang, ne? Dauert das jetzt sehr lange, wenn ich da komplett drüber laufe? Leider nicht, weil du siehst. Ich meine, das ist sehr nervig. Das sehe ich ein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube tatsächlich, selbst das hat mir gemacht. Oder nee, Schmann, du hast mir das per Flüsterchat. Wie kommt denn die Schlammkrabbe hier hin? Okay, es sind mehrere. Ach, da wird ein Bach sein, ne? Schick mir das einfach auch wieder über Flüsternachricht. Das hat das letzte Mal sehr gut funktioniert. Weil heute werde ich das, glaube ich... Also was heißt... Ich würde es zwar heute noch schaffen, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe heute da, glaube ich, keinen Bock mehr drauf. Oh Mann. Ja. Lydia kümmert sich, das ist sehr nett. Ach, weißt du was? Ich bin ja eh voll, ne? Schlimmer kann es ja nicht werden. Danke dir.
Ich laufe jetzt wirklich rüber, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst. Es wird nicht viel mehr passieren. Ich werde vielleicht noch ein paar Mal sagen, oh, wie schön hier und guck mal die Wolken, ach, herrlich. Aber ich bringe das da jetzt noch zurück. Versuche ein bisschen was zu verkaufen. Wie bei SpongeBob 2. 2000 Jahre später. Dann verkaufen wir das vielleicht. Vielleicht reicht es ja irgendwie für die Bude. Dann würde ich da noch abladen, wenn es reicht, wie gesagt. Und ansonsten machen wir das halt in der nächsten Folge, Stream. Ja gut, müsste auch die letzte Folge sein, glaube ich jetzt. Rein rechnerisch. Oder die vorletzte. Ich bin wirklich extrem schlecht manchmal in Mathe. Vor allem, wenn es schnell und spontan sein muss. Ich kann es schon sehen. Wenn nicht, machen wir die einzige... Ja. Aber vermutlich dann auch erst beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, wenn ich da jetzt hinschleiche und du siehst, ich bin wirklich, wirklich langsam, ob dann zeitlich noch eine Quest drin ist. Müssen wir mal schauen. Und den Mammutstoßzahn, den gebe ich auch ab. Da bekomme ich bestimmt 10 Septime für. Das wird gut. Ist aber wirklich eine schöne Gegend, ne? Man kann hier auch ruhig mal ein bisschen, ja, durchspazieren und ein bisschen schlendern. Weil es ist halt auch einfach sehenswert. Klar, wir werden irgendwann schönere Grafik haben, bestimmt. Aber wenn man sich jetzt mal wirklich vor Augen hält, dass das halt Vanilla ist, das ist schon wirklich schön. Echt jetzt? Diese Mistkuh. Wobei, ist trotzdem nicht schlecht. Dann mache ich das als allererstes, weil dann kann ich gegebenenfalls die Verkaufspreise ja ein bisschen erhöhen. Nicht, es ist nicht viel, aber besser haben als brauchen, ne? Und ich finde es ein bisschen störend, dass er mir alle 2 Minuten sagt, dass ich zu viel trage. Ich habe nichts mehr aufgenommen. Es hat sich nichts geändert. Ich weiß, dass ich sehr überladen bin. Das braucht mir hier diese linke Bildschirmecke oben nicht unbedingt alle 2 Minuten sagen. Stimmt. Das wollte ich auch wieder ausmachen. Aber Nashi, viel Spaß bei Dead of Daylight. Dead by Daylight. Ich kann auch nicht mehr reden. Deshalb muss ich jetzt Redekunst skillen. Bestechen mit Drohnen und kannst mehr Geld in Händler investieren durch den Skill. Ja. Sehr gut. Ja. Weißt du, ich schlepp hier Lydia, läuft einfach mit ihren Rasierklingen unter den Armen hinter mir her. Die könnte ruhig noch ein bisschen nehmen. Also die sieht jetzt nicht aus, als würde die sich irgendwie abarbeiten. Ja, fragwürdig dafür, dass sie meine Helferin, Dienerin, Sklavin sein soll. Ja, aber guck doch mal, hier Gras, hier diese kleinen Büsche, doch, ist schon schön. Und ich finde es tatsächlich gerade auch ein relativ angenehmen Abschluss so für den Stream. Hier einfach nochmal ein bisschen durchglotzen. Ich stehe halt tierisch auf diese Berge. Das schaut echt geil aus. So, hier können wir ein schönes Zelt aufschlagen. Ne, ist ein bisschen leerer. Und wir haben es ja auch gleich geschafft. Ist ja gar nicht mehr so weit. So. Hallo. Ja, ist super, dass ihr hier das Tor bewacht. Ich bin da über den Berg gekommen, ne? Falls euch das interessiert. Genau, Lydia, das Ventil zum Druckabbau. Wenn du einfach 4 Bar, ne? Wenn du ordentlich Tinte auf dem Füller hast, zur Not frisst der Teufel Fliegen. Oh, die ist so doof, die läuft jetzt wieder außen rum. Hm.
Wir haben es fast geschafft. Ich bin auch. Wie war der Spruch, den ich mal gehört habe? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, ich will ihn hören. Dem möchte ich aber tatsächlich nur begrenzt zustimmen. Ich habe in meinen jungen Jahren schon einige Vollräusche erlebt. Und ich war auch damals, wirklich wild unterwegs. In Bezug auf Lydia, da könnte Alkohol ausreichen, das gebe ich zu. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Alkohol nicht jede Frau hübsch macht. Ja, aber für sie könnte es reichen. Ich finde, sie hat halt irgendwie so ein bisschen, ja, so ein trotzdem leicht maskulines Gesicht. Ich meine, klar, die Wangen, die sind sehr feminin, aber das Kinn, dieser Blick. Oh. Ich mag ihre Stimme aber. Die finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Achso, nee, warte, erst Stoßzahn, zwecks Redekunst. Aber Lydia ist auf jeden Fall eine. Kann auch nichts mit diesen klobigen Zweihändern anfangen. Ja. Ist auf jeden Fall jemand, den man sich schön trinken könnte. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Ich muss sagen. Ja. Hallo. Mann, ich will mich hier unterhalten. Ich muss sagen, wir hatten das Thema ja schon. Ich weiß, du warst mit dem Let's Play nicht zufrieden, aber. Bei Gronkh sah Lydia schon lecker aus. Oder wen ich da auch geil fand. Also geil, sehr hübsch. Wie hießen die? Ich muss hier Wache schieben. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Die Tussi, die in dem Baum lebt und praktisch kein Deutsch spricht. Die hat dann immer auf Englisch geredet. Wie hießen die? War das Isolde? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber die war halt echt. Aber hieß die so? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Du, pass mal auf, du wolltest doch. Was benötigt ihr, mein Freund? Wenn ihr ein. Oh, warte mal, wer war denn das jetzt? Isolde? Ach, das ist nicht Isolde, Mann. Ich dachte, das wäre hier. Wo. Hä, es wird mir nicht mehr angezeigt. Wo ist denn die Gute? Ja, ich sag mal so, ne? Eine gute alte Gilf hat noch niemandem geschadet, ne? Mit alten Besen lernst du das Kern und wo Schorf ist, ist auch Eiter. Wo ist denn die Solde? Wo ist denn das? Ja, und wie wir sehen, sehen wir nichts. Hä? Wo ist denn Isolde? Ich kann auch jetzt nicht hier die ganze Zeit so rumschleichen. Gut, dann gehe ich ihm erst zum Jahl. Auch die Kinder dürfen. Ja, das wäre echt schön, wenn Kinder halt nicht mehr alle gleich ausschauen. Auf alten Schiffen lernt man das eher. Ja. Um mit Vorsicht zu genießen. Beflagte mir. Boah, ich muss echt ballastlos werden. Lydia? nimm dir mal. Warum redeten die so behindert? Nein. Nein. Immer noch nicht. Wenn die mich nochmal fragt, mache ich die Quest einfach nicht. Lass mich doch hier nicht auch noch hetzen, weißt du? Ich helfe da schon. Und dann macht die noch Druck.
Ich warme Getränke, ich mag dann tatsächlich eher kalte Getränke. Hulda. Ulfina. Utke. Jemand, den ich gern ins Feuer schubsen würde. Wenn du 5 Jahre jünger wärst und ich wäre 2 Jahre älter, weißt du Bescheid. Was braucht ihr, Augenweide? Oh, 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 also, na, wenn es so ist, dann können wir mal kurz schnacken, ne? Etwas für euch tun? Oh, ich will dich nicht verraten. Seid ihr sicher? Ja. Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Ich verrate. Ich muss sie nicht verraten, oder? Ich muss mit der 4 Augen sprechen. Schnell, kommt mit mir. Ich weiß nicht, ob die geil sind, das ist Geschmackssache. Tatsächlich, ich habe letztens bei mir ein Video reingeschaut. 3 Worte habe ich ausgemacht. In meinen Ohren höre ich mich an wie ein angeschossenes Wildschwein kurz vor der Notschlachtung. Und gerade bei den LPs bin ich noch ein bisschen ruhiger, weißt du? Du hast halt keinen Gesprächspartner, da ist schwierig. Ich muss die Alte nicht verraten, oder? Irgendwie... Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Du Pissbirne, ich wollte dich beschützen. Euch das ein paar Finger kosten. Hey, nein, ich bin cool damit. Hier also, wo ich bin? Was Sie vermuten. Haben Sie euch angeboten, Gold? Ja. Wie viele von Ihnen kommen noch? Weiß nicht. Es waren 2. Mich gebeten, euch zu suchen. Nehmt das runter, bevor euch noch wehtut. Ist immer so... Schrecklich, ne? Ich hasse das. Ich werde ihr nichts tun, weißt du? Dann brauche ich eure Hilfe. Jemand, der mich Augenweide nennt, muss entweder blind sein oder richtig nett. Scheiße, ich habe ihr nicht zugehört. Vielleicht, was wollt ihr? Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Mhm. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikia, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Lass mich raten, ich muss zahlen. Werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Jo, ich weiß auch, dass es leichter wird. Es ist halt, manchmal hat man Phasen, dann nimmt man halt so eine Woche lang, für eine Woche auf und, ja, ist halt sehr ruhig. Ist aber manchmal auch schön. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Du richtest aber auch gerade einen Dolch auf mich. Warum habt ihr euch nicht an die Wachen gewandt? Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig werden? Ja, stimmt. Ja, ergibt Sinn. Gerissen, die sind... hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ja, und die Wachen sind auch ein bisschen dumm. Einfach niemandem vertrauen. Wächter und Jarl können gekauft werden. Und die Alikir sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Du, ich kann aber auch gekauft werden. Euch zu vertrauen. Könnte ein Fehler werden. Ich weiß es nicht genau. Weiß auch nicht. Ich habe öffentlich den Altmeri-Bund kritisiert. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Okay. Komm zu mir, sobald die Alikir erledigt sind. Ja, ist ja nicht so, dass wir sehr viele Quests haben. Ich muss sagen, dass wenn ich meine... Von den Alikir? Lass mich einfach rein. Am besten fand ich tatsächlich, das habe ich letztens mal gemacht. Sekunde, kurz kratzen. Es ist nur der Oberschenkel, keine Sorge. Ich habe mir... Wie gesagt, dieses Let's Play nach den ersten 3 Worten ausgemacht.
Es war aber nicht... Ist das stehlen? Ich meine, ich kann ja auch stehlen. Ist ja egal. Es war ja nicht irgendeins, sondern es war mein allererstes Video. Und es war schrecklich. Ja, YouTube nimmt schon viel Zeit. Vor allem... Ja, habe ich auch nicht behauptet. Das Ding, was ich ein bisschen schwierig finde, YouTube nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch. Und wenn man dann bedenkt, bis du da mal irgendwie auf einem, ja, auf einer Stufe bist, wie jetzt bei Twitch, das ist halt schrecklich, ne? Hab halt einfach mal 1000 Abonnenten und 4000 wiedergegebene Stunden. Da ist halt Twitch irgendwie chilliger. Und ich muss auch sagen, Stream macht mir schon mehr Spaß, allein schon, weil wir jetzt uns zum Beispiel unterhalten können, finde ich ganz geil. Aber ich habe tatsächlich in meinem Freundeskreis extrem viele Leute, die kein Twitch kennen oder haben oder auch sagen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und ich glaube, das sind nicht die einzigen. YouTube ist halt trotzdem so diese alteingesessene Plattform, deshalb werde ich das auch weiterhin machen. Schnucki, pass mal auf. Ich spare zwar, aber für dich habe ich immer ein Goldstück. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Später. Zum nächsten Mal. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ja, klar. Eben, das ist das, was fehlt bei YouTube, ist so ein bisschen diese Interaktion. Hast du nicht. 90% der Kommentare sind irgendwelche Fake-Accounts, die irgendwelche Kacklinks kommentieren. Ja, anfangs habe ich die alle noch gelöscht und als Spam gemeldet. Ganz ehrlich, ich mache es nicht mal mehr, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist einfach, ich kann mich jeden Tag mit Sicherheit eine Viertelstunde hinsetzen, nur Kommentare löschen. Na, mein Gott, dann sind halt scheiß Kommentare drin. Die, ich muss ja nicht lesen. Ich muss auch keinen Link klicken oder so. Aber was die Interaktion angeht, ist halt Twitch wirklich geil. Ich wurde ja auch schon mal gefragt, ob ich nicht auf YouTube streamen würde. Halt einfach von Bekannten, weil YouTube eben leichter zu erreichen wäre. Angeblich verstehe ich jetzt auch nicht, warum. Halt's Maul. Ganz ehrlich, vielleicht probier es irgendwann mal aus. Vielleicht mach mal irgendwann mal auch auf YouTube einen Stream oder halt Multistream, mal schauen. Also im Großen und Ganzen, das Hauptaugenmerk liegt auf Twitch. Soll auch so bleiben. YouTube ist dann halt mehr für so, ja, halt blanke Let's Plays. Wie zum Beispiel vor kurzem das Spore. Fand ich ganz geil. Ist aber nichts, was ich jetzt in einem Stream spielen würde. Oder... Ja, was gab's denn da noch? Ach, mir fällt gerade nichts ein. Ich werde... Das war mal so ein Gedanke. Ich meine, es würde zwar gehen, aber... Wo ist denn der? Stimmt, und daran habe ich zum Beispiel schon wieder gar nicht mehr gedacht. Ich darf es ja auch gar nicht. Wo ist denn jetzt der... Hallo? Ich weiß halt nicht mal, ob ich überhaupt... jemals irgendwann überhaupt auf YouTube streamen will. Wie gesagt, vielleicht mal so zum Ausprobieren. Einfach so als Spaßding. Parallel würde, glaube ich, einfach von der... Jetzt mal abgesehen von dem Affiliate, würde, glaube ich, auch mit der Leitung hier schwierig werden. In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Halt die Klappe. Also würde ich wahrscheinlich sogar schaffen, aber... Ich habe halt sehr, sehr viele Browser und Tabs und so offen. Ja, das trifft sich gut. Mache ich nämlich sogar. Also die erste Folge von dem Stream kommt Montag und... Ach, da ist er. Und was ich ja sonst noch hochlade, ist ja den kompletten Minecraft-Stream im Stück. Mittwochs ist der Stream und Sonntag kommt das erst. Aber das wusste ich gar nicht. Ich gebe zu... Ich habe das nicht so genau durchgelesen. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen... Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Sollte ich vielleicht noch machen. Hier ist eure Belohnung. 600.
Ach, du Elender. Ja, war wohl leider nichts, ne? Hm. Blöd. Ja. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir mal das Inventar leer. Können hoffentlich ein bisschen was verkaufen.